Meine Ausrede ist ja noch nicht mal, ich war besoffen. Ich habe meine Eltern mit meinem ersten Tattoo geschockt, denn sie hassen Tattoos. Ich habe mir mit meinem Bro ein Bro-Tattoo stechen lassen, mir ein Fake-Tattoo aufgeklebt und sie damit glauben lassen, der Prank wäre schiefgegangen. Guckt es euch an. Findet ihr Tattoos gut? Nein. Findest du Tattoo nicht gut? Nein. Normalerweise kommt da Folie drüber. Wenn der Prank nicht funktioniert. Was hattest du jetzt gehofft, dass wir ganz erschreckt sind, oder? John? Bist du auch tätowiert? Nee, ich sag ohne Scheiß, ey, oder? Ach, ihr seid doch... Irgendwas ist euch doch zu eng. Ne? Hallo? Was ist das echt? Ich hab bescheuert. Hey, geht gar nicht. Boah. Und was steht da? Labrador oder was? Nee. Steht Labrador, weil wir die Bros. Bescheuert, nicht. So schön. Schön. Schön ist anders. Du lässt es in süßer Hund. Ich meine schwarz-roten Hosen oder was? Das ist schön. Nein. Gib mir was zum Kloppen. Dann können wir mal hoffen, dass Winter wird, ne? Also wir wandern aus nach Alaska. Warum? Und wir gehen nie zusammen in die Sauna. Ich bin ja auch 13 Jahre jetzt schon volljährig. Auch wenn man das nicht merkt. Aber nur auf Papier. Du schuld? Nee, er hat die Idee für ein Bro-Tattoo und ich habe die Idee für das Design gehabt. Das, was ich eigentlich wollte, Brokkoli und dann ein Brokkoli dazu. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Also ist das doch besser. Oh, Test oder geht Tod, schlimmer, oder? Geht immer, ne?